Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Thema, die besinnliche Stunde Teil 3, unerfüllte Erwartungen. Und jetzt wird es zunächst einmal nicht besinnlich, sondern gleich etwas gruselig, denn erst vor kurzem hat ein Mann seine Frau, ein Familienvater, seine Frau und seinen drei Kindern die Kehle durchgeschnitten, sich dann vom Balkon gestürzt, hat aber noch überlebt. So, wenn wir jetzt Psychologen und Psychiatern die Frage stellen würden, warum hat er das getan? Dann würden sie wahrscheinlich mit Tausenden von Erklärungen kommen, inklusive missbrauchte Kindheit, wobei sie nicht einmal die Reinkarnationen bedenken. Wenn sie das würden, dann käme auch was anderes raus. Aber bitte, lassen wir das alles mal weg. Missbraucht als Kind, jähzornig, hat halt die Gene in sich gehabt und so weiter und so weiter. Ja? Tausende von Büchern sind geschrieben worden, meine Lieben. Warum ein Mensch tötet, grundsätzlich, warum er tötet. Nun können manche sagen, ja, aus Eifersucht oder dieses oder jenes. Aber all das, meine Lieben, und alle philosophischen und theologischen und psychologischen und psychiatrischen Bücher, die geschrieben sind, sind eben ganz knapp an der Wahrheit vorbei, aber knapp vorbei ist auch daneben, ja? Heute wollen wir mal in unserer besinnlichen Stunde ganz klar auf die Erklärung kommen, warum ein Mensch Böses tut. Das, was wir so unter Schlimmem verstehen, unter Bösem, das kann ja gehen vom Mord bis zu irgendeiner anderen, harmloseren Straftat und so weiter, ja? Und wie immer, meine Lieben, im Buch des Lichts ist die Wahrheit zu verstehen für einen Fünfjährigen. Da braucht man kein Raketenbauer zu sein, um das hier zu verstehen, was ich sage. Und alle Bücher, meine Lieben, die geschrieben wurden über schlimme Taten und dann die Erklärungen dazu, warum und so weiter, hätte man sich auch sparen können, indem man zwei Worte versteht. Denn die Ursache für alles Grausame, Böse, Gemeine, Perverse, Sadistische, was auch immer wir nehmen, ja, als Bezeichnung, dass ein Mensch sich und oder anderen antut, ist erklärbar mit zwei Worten. Und meine Lieben, wenn ich das jetzt hier erkläre, zeige ich auch, wie man das Ganze überwinden kann, diese Ursache für diese schlimmen Taten. Und wenn jemand schon eine schlimme Tat begangen hat, dann soll er vor allem hier zuhören, wie man so etwas überwindet, wie man auch, das sollte man in den Gefängnissen eigentlich den Leuten in Vorträgen, sollte man da Vorträge halten darüber, wie man eine Strafwiederholung verhindert oder die Wiederholung einer bösen Tat, sagen wir mal so. Übrigens gilt das für jene, die im Gefängnis sind und für jene, die draußen frei rumlaufen. Als ich die JVH Dresden einst besuchte und da einen aus meinem Buch las, da habe ich mit den Worten begonnen, die wahren Kriminellen sitzen nicht hier drin. Die laufen draußen rum, tragen Anzug und Krawatte und geben vor, uns zu vertreten. Und da gab es aber einen donnernden Applaus. Ja? So. Nun aber in medias res, meine Lieben. Was ist die Ursache für alle bösen Taten auf Erden? Zwei Worte. Unerfüllte Erwartungen. Oder auch unerfüllte Erwartung. Und je nachdem, meine Lieben, wie hoch oder intensiv angesetzt die Erwartung ist, wenn sie sich dann als nicht erfüllbar zeigt, entsteht in dem erwartenden Menschen eine Reaktion, die mehr oder weniger radikal ist oder sein kann. Unerfüllte Erwartungen. Der Mann, der seiner Familie die Kehle durchschnitt, die Kehlen kann man sagen, der hat gesagt, ich habe mir alles so schön vorgestellt. Ich habe gehofft, dass wir zusammenbleiben, dass du mich liebst, dass wir die Kinder jetzt haben und alles und dass wir eine Familie sind. Und jetzt sagst du mir, du hast einen anderen und ich soll mich verziehen, ich soll weggehen, du willst mich nicht mehr sehen, sogar mit polizeilicher Anordnung?
Der Mann war dann natürlich auch alkoholisiert. Seine unerfüllte Erwartung, die sich jetzt zeigte, entlud sich in einer riesigen Enttäuschung. Auf dieser basierend hat er sich gesagt, wenn ich nicht glücklich sein soll, dann sollt ihr es auch nicht sein. Und er hat allen die Kehle durchgeschnitten. Er hat ihnen also schlimmes Leid angetan. Dann hat er sich selber auch Leid angetan, indem er sagte, dann besteht für mich auch kein Grund mehr, hier zu sein. Und sprang vom Balkon, dritter Stock. Hat überlebt, schwerst verletzt. Nun ja. Ist dies ein Einzelfall, meine Lieben? Es ist überhaupt kein Einzelfall. Ein anderer, das war, also man kann nicht sagen, dass das nun hier zu tun hat mit sozialen Schichten. Das passiert bei Reichen, bei Armen, bei Intelligenten und bei Dummen, ja? Ein Arzt kommt nach Hause von seiner, der hat noch Nachtschicht gehabt und alles, Notoperation und alles, will endlich Ruhe haben und da kräht sein Baby, die Frau hat das noch im Arm, kräht das Baby, will nicht aufhören zu schreien, er hat schon etwas getrunken, nimmt das Baby und klatscht es an die Wand, es ist tot. Meine Lieben, das ist ein Arzt, das ist ein Studierter, das ist ein intelligenter Mensch. Was war die Ursache? Unerfüllte Erwartung. Er kam nach Hause und hat erwartet, dass er jetzt in Ruhe sein Bier trinken kann oder sonst was machen kann. Unerfüllte Erwartung erzeugt zunächst Wut und Enttäuschung und kann dann akkumulieren in etwas Schlimmem, das man tut. Dann hat der eine sein, wie wir sagen, astralen Gefühlskörper, linke Charrera, hat er mehr im Griff und der andere weniger. Der eine hat sein Anatta mehr im Griff und der andere weniger. In dem einen entlädt sich die unerfüllte Erwartung beziehungsweise die Konsequenz davon extremer und im anderen weniger extrem. Nehmen wir jemanden, der sein Anatta, also sein Nicht-Selbst, mit dem bezeichnen wir die Persönlichkeit, besser in den Griff hat, wenn der nach Hause kommt, und das Baby schreit, empfindet er es zwar auch ein bisschen als störend, aber er nimmt das Kind in den Arm, er übersieht seine unerfüllte Erwartung, er stellt sie beiseite. Er beobachtet sie, er gibt ihr nicht nach und kümmert sich um das Baby und klatscht es nicht an die Wand, wie dieser Arzt es tat. Unerfüllte Erwartung, meine Lieben. Die ganze Presse stürzt sich jetzt natürlich über diesen Mann, der seiner Familie die Kehlen aufgeschnitten hat. Der hat 4 Menschen getötet. Ermordet. Der Grund? Unerfüllte Erwartung. Was ist denn mit einem Soldaten, der in den Krieg geht und 10.000 Menschen erschießt? Oder 100 oder 20 oder 30? Ist das angemessener, meine Lieben? Ich frage euch. Ich überspringe mal den Soldaten für einen Augenblick und gehe mal zu einem Kriegsminister. Hier unsere Blenderin Frau Leyen, angebliche Kriegsministerin oder Chefin der Bundeswehr, ja? Von der würde ich nicht mal einen Spielzeugpanzer dirigieren lassen oder so, ja? Was ist mit einem Kriegsminister, der in sich große Frustration hat, der sich sagt, irgendwann einmal werde ich meinen ganzen Frust, meine ganzen unerfüllten Erwartungen loslassen, aber nicht so, dass ich mir selbst schade, oh nein, die sollen alle was abkriegen. Dann werde ich halt Politiker oder Banker oder Priester oder sonst was. Und so finden wir auf den höchsten Posten Leute, die genauso Schlimmes tun wie dieser Mann, der seiner Familie die Kehle durchgeschnitten hat oder gar noch Schlimmeres. Sie schicken dann ganze Armeen in den Krieg und sagen, tötet euch, tötet die anderen. Und weil dieser, sagen wir mal jetzt wieder, Kriegsminister, der seinen Frust und seinen Menschenhass und seine unerfüllte Erwartungen auch ausleben muss, der delegiert es. Er delegiert seine unerfüllten Erwartungen, seinen Frust, seine Enttäuschung, seine Wut in andere und lebt sie aus durch die Armee, die dann andere bombardieren und töten kann. Wie viele Kinder werden bombardiert, wenn ein Kriegsminister einen Auftrag gibt, meine Lieben? Mehr als die 3 Kinder, die dieser Mann, der die Kehle durchgeschnitten hat.
unerfüllte Erwartungen. Jetzt, wenn wir den Soldaten nehmen, der schießt natürlich auch so viele wie möglich tot, das ist doch klar. Ob der nun von der Bundeswehr ist oder von irgendeiner anderen Sache, das hat damit nichts zu tun. Wollen die totgeschossen werden? Nein. Also wehren sie sich, schießen auch tot. Zwei unerfüllte Erwartungen knallen aufeinander. Der eine, der Soldat, erwartet, dass wenn er die alle umlegt, dass dann endlich Frieden ist. Und dasselbe erwartet der andere, auf der Gegenseite, dass dann endlich Frieden, wenn ich die alle mal umgelegt habe. Und beides sind die Blinden, die sich von Blinden führen lassen, meine Lieben. Goethe hat einmal gesagt, ich könnte auch ein Mörder sein. Womit er meinte, wenn die nötigen Umstände da wären, dann könnte er nicht dafür garantieren, dass er kein Mörder wird, meine Lieben. Welche verborgenen Bedingungen, dass wir Schlimmes tun, schlummern noch in uns? Es hat sich nur noch nicht die Situation ergeben, dass sie aus uns heraus explodieren, weil wir auch unerfüllte Erwartungen in uns haben, meine Lieben. Jemand hört von einer Straftat und sagt, diesem Schwein würde ich den Schädel einschlagen, wenn der mein Kind anrührt. Okay, gut. Auch da natürlich ist eine unerfüllte Erwartung, die kommen würde, wenn jemand oder dass jemand sein Kind eben nicht anrührt. Ja, diese Erwartung wird dann unerfüllt, wenn jemand das tut. Oder seine Verwandtschaft oder seine Mutter oder seinem Vater, es ist völlig egal. Oder seinem Volk. Wenn die nötigen Bedingungen kommen, sind wir alle zum Schlimmsten bereit, mit ganz wenigen Ausnahmen, meine Lieben. Sonst wären wir laut Buch des Lichts gar nicht hier geboren, auf dieser Ebene. Ein Mann kommt in einen Laden und sagt, ich möchte 3 Scheiben Käse. Da sagt die Verkäuferin, entschuldigen Sie, sind doch nicht dran, erst diese Dame hier und dann Sie. Nun ist dieser Mann vielleicht ein radikaler Muslim und sagt, was, eine Frau ist vor mir dran? Er zieht seine Pistole und erschießt alle, alle, inklusive der Frau. Unerfüllte Erwartung. Welche Erwartung wurde von ihm nicht erfüllt? Er erwartet, dass sein Glaubensprinzip, und zwar erwartet er das mit einer Intensität und einer Power und einer Radikalität, die, wenn sie dann auf Widerspruch stößt, zu einer schlimmsten Reaktion, eben zu dieser schlimmen Reaktion führt. Ganz nach der Maßgabe, wie es im Koran steht, töte alle Ungläubigen. Da kann man schön seinen Frust loswerden, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird. Welche denn, meine Lieben? Es genügt bereits die Unerfüllbarkeit oder Unerfülltheit einer Erwartung, wenn ich jemanden treffe, erwarte ich natürlich, dass er ein Gläubiger ist. Erwarte ich laut Koran auch, dass er sich gar nicht gegen Mohammed und gegen den Islam aufstellt. Und wenn er sich aufstellt, dann habe ich einen Weg, meine Frustration loszuwerden. Die Bibel sage ich schon, ja, die auch. Der Koran erlaubt es mir und ich töte diesen Mann oder diese Frau oder was auch, die ganze Gruppe oder was weiß ich. Ja, so, jetzt bin ich den Frust endlich losgeworden und ich kann wieder aufs Neue erwarten. Und wieder staut sich das Potenzial der unerfüllten Erwartung auf. Oder, jetzt pass auf, jetzt kommt's noch genauer. Das Potenzial der Erwartung. Je mehr jemand etwas erwartet, es ist mir völlig egal was. Ob der nun auf dem religiösen Ebene was erwartet, auf der sozialen Ebene, auf der wirtschaftlichen, sonst was. Und das kommt nicht, das ist zur größten Schandtat bereit. Das sieht man dann auch in den sogenannten Politikern, Bankern und Priestern, nicht sogenannte, das sind die dann, aber viele davon sind zur größten Schandtat bereit und haben auch die größten Schandtaten begangen. Und Karma wird sich um diese Leute natürlich kümmern, das ist ja klar. Eine Merkel könnte sich noch rausreden, ja, ich habe nur getan, was man mir befohlen hat, die wahren Herrscher und so weiter. Dennoch entgeht diese tumbe Politmatrone nicht ihrem Schicksal, wenn es dann soweit ist, ja? Seht nur, was mit Mussolini geschah. Das italienische Volk, und ich bin Halbitaliener, ich bin aufgewachsen in Italien. Das italienische Volk hat erwartet von Mussolini, dass er es befreit, dass er Größeres bringt, das haben sie erwartet. Zu einer Intensität, meine Lieben, dass sie ihn erwählt haben. Wie sie dann bemerkt haben, das bringt er ja gar nicht, war in ihnen der Druck der unerfüllten Erwartung und die Konsequenz davon so groß,
Sie haben ihn gleich samt seiner Freundin mit dem Kopf nach unten aufgehängt und aufgeschlitzt. Und jubelnd tanzten sie um die Leichen herum. Unerfüllte Erwartung. Das ist der Grund für alles. Das ist der Grund für alles Negative, meine Lieben, dass die Menschen einander und sich selbst antun. Es gibt keinen anderen. Die ganzen psychiatrischen und psychologischen Bücher hätte man sich sparen können, und sich mit dem Buch des Lichts zu befassen. Oder beziehungsweise mit einem dieser Vorträge, der genügt. Oder beziehungsweise mit zwei Worten. Unerfüllte Erwartung. Jemand will von A nach B im Auto. Jetzt kommt ein Stau, meine Lieben. Und er sitzt da eine Stunde lang. Da gibt es einige, die aussteigen, ausflippen und sich also bald überschlagen vor Wut. Vorgestern musste ich zu einem Auftritt. In Eisenach. So. Das sind, ich habe einen schnellen Wagen, der fährt 340, okay, aber das sind 400 Kilometer. Für mich 2 Stunden. 2 Stunden, gut. 10 Stunden bin ich auf der Autobahn gestanden, meine Lieben, im Auto. Warum? Ein Wagen hat gebrannt, hat den Wald angesteckt und da wurde abgeschlossen, die Leute sind abgehauen mit ihren Autos vor einem Waldbrand. Ein Waldbrand! Auf der A9. So. Jetzt sind wir umgeleitet worden. Und wenn ihr so ein, also die Fußgänger, die da gegangen sind, sie waren schneller als wir. An die 6 Stunden lang sind wir im Schritttempo mit Halte und Stopp gefahren. Dann mal wieder eine halbe Stunde auf dem Fleck gestanden. Dann wieder 3 Meter gefahren. Wisst ihr, was das, ich meine, es gab mal einen Film mit Michael Douglas. Der hat davon gehandelt. Der Mann ist schließlich rausgesprungen und hat alle zusammengeschossen in seiner Wut. Ja, meine Lieben. So, nun komme ich mal zu meiner Wenigkeit. Ich sitze also in dem Auto. Ich weiß, mein Auftritt muss sein. Der Auftritt, weil das sehe ich ja auf der Anzeige, wann ich ankomme. Ich hätte ankommen müssen um 17 Uhr. Da stand aber drin, Ankunft wird sein bei diesem Gekrieche hier um 21 Uhr. Was? So, jetzt habe ich denen gesagt, ja, bitte, wir haben angerufen, wir schaffen es nicht, der Wald brennt, wir können nichts dafür. So, und dann sagen, na gut, wir versuchen das. Und nun war in mir ja auch eine Erwartung. Was für eine Erwartung war wohl in mir, mein Lieber? Ich wollte dort ankommen und singen. Und da habe ich den Frust bemerkt, der in mir aufstieg, meine Lieben. Kann ich euch sagen. Und da gedachte ich wieder der Lehre und sagte, Augenblick mal. Jetzt musst du etwas unternehmen, um diese unerfüllte Erwartung auszugleichen, loszuwerden, aber bereit zu sein. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, meine Lieben. Wie kann ich das Schlimmste verhindern, die schlimmste Reaktion, trotzdem bei der Sache sein und mich nicht von meiner eigenen unerfüllten Erwartung erdrücken lassen, wie es vielen Menschen geschieht, meine Lieben, ja? Denn ich führe ja hier nicht nur, ich weise ja nicht nur auf das Problem hin, sondern ich zeige euch auch, und zwar jenen, die bereits etwas Schlimmes getan haben aufgrund von unerfüllter Erwartung und andere, die sich in dieser Situation befunden haben und einfach hilflos waren und irgendwas gemacht haben und es tat ihnen hinterher leid, vielleicht ihrem Partner was gesagt haben oder ein Streit oder ich weiß nicht was. Und später, wie dann wieder Ruhe einkehrt, um Gottes Willen, was habe ich bloß getan? Ich habe mich dieser Energie der unerfüllten Erwartung und der Konsequenz hingegeben, meine Lieben. Ich will es noch ein bisschen spannend machen, was ist noch eine andere unerfüllte Erwartung? Herr Ober, bitte ein Salat und dann Spaghetti. Der Ober kommt mit Steak und Gurken. Ja, wie, was ist das? Das habe ich doch nicht bestellt. Es gibt es Leute, die sagen, bitte Herr Ober, ich hatte Salat. Oh, sagt der Ober, Entschuldigung. Jetzt kann aber sein, dass so einer bereits schon eine halbe Stunde gewartet hat, weil das Lokal ganz voll ist. Und der Ober kommt mit dem Steak und mit einer Gurke. Da gibt's Leute, die freaken out. Die sagen, was ist denn das hier? Ich warte eine halbe Stunde.
In denen hat deren Anatta hat sich auf das Essen gefreut, ist ja klar. Und hat es erwartet. Ich bin mal in einem Lokal gesessen, mein Lieben, da sagte der Nebenmann am Tisch da zu mir, nicht zu mir, um Gottes Willen, der hat es zu jemandem gesagt, der neben ihm saß. Der murmelte so vor sich hin. Also für ein Essen könnte ich jemanden umbringen, hat er spaßhaft gesagt. Aber da ist einiges drin in der Bemerkung, meine Lieben. Also alles, was nicht deiner Erwartung entspricht, erzeugt automatisch einen Frust. Groß oder klein. Das kommt drauf an. Worauf kommt es denn an, meine Lieben? Schon eine kleine, nicht erfüllte Erwartung kann einen wie ein HB-Männchen, ihr kennt ihn ja von früher, wie so ein Propeller hochgehen lassen. Während ein anderer bei einer Sache, die eigentlich viel größer ist und nicht seiner Erwartung entspricht, ganz anders reagiert. Ganz anders reagiert. Wie kommt das, meine Lieben? Zunächst mal eins vorneweg. Wir sind ja alle keine vollkommenen Menschen, es sei denn, wir haben hier einen Heiligen unter uns, das ist was anderes. Also immer, wenn wir uns ein Ziel setzen, sei es ein kleines, sei es ein großes. Ich stehe vielleicht vor einer Art Toilette draußen. Mach mir gleich in die Hosen. Drinnen sitzt einer schon seit einer halben Stunde. Da fällt mir ein schöner Witz ein. Jemand steht eine halbe Stunde vor der Toilette und drinnen müht sich einer ab. Und da sagt er draußen, Mensch, mach doch, ich kann es kaum mehr halten. Da kommt von drinnen, sei doch froh. Ja, meine Lieben. Das Ganze mal ein bisschen spaßhaft sehen, ja? So ist es im Großen und im Kleinen. Du willst etwas schreiben, du siehst, der Kuli funktioniert gar nicht. Ja, du suchst einen anderen, jetzt findest du keinen. Jetzt wolltest du es gerade schreiben. Plötzlich vergisst es. Jetzt ärgerst du dich, dass du es vergessen hast. Unerfüllte Erwartungen. Die Menschen reagieren unterschiedlich auf unerfüllte Erwartungen. Das ist klar. Einen höher entwickelten, und damit meine ich eigentlich einen Menschen, der das rechte Wissen hat, wie man diesen Dingen begegnet, der reagiert auf eine große, wenn man so sagen könnte, Enttäuschung oder unerfüllte Erwartung, ziemlich gleichmütig. Während schon eine kleine unerfüllte Erwartung einen Menschen, der nicht dieses Wissen hat, zum Mörder werden lassen kann. Beispiel Rom, zwei Ferrari nebeneinander auf der Via Appia. Erst kürzlich gelesen. Das sind zwei Industrielle, die sich nicht kannten. Der eine war sogar ein Arzt, also irgendwie ein Doktor, und der andere war beide Multimillionäre. Fahren nun nebeneinander, halten die an der Kreuzung, schauen sich so an, welcher ist schneller, meiner oder deiner? Und sie fahren los, sie rasen los. Mal überholt der eine, mal der andere. Dann drängt der eine den anderen ab und fährt weiter, dann drängt er ihn wieder ab. An der nächsten Haltestelle, wo die nächsten Ampeln müssen sich, da stehen sie, da zieht der eine die Pistole und knallt den anderen ab, quer rüber. Und knallt den ab. Vor dem Richter sagt er, scusi, Jonasso, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, ich. Meine Lieben, so einer war vielleicht noch nie in einer solchen Situation, hat gar nicht gewusst, welches Potenzial an Gewalt oder an Nichtbewältigung unerfüllter Erwartung in ihm ist, meine Lieben. Und damit ihr es nicht erst so weit, damit es bei euch nicht erst so weit kommt, wollen wir nun in der zweiten Hälfte dieses Vortrages uns damit befassen, wie man dies verhindern kann, auch in der größten Belastungssituation, meine Lieben. So, meine Lieben, was ist nun zu tun? Wie kann ich eine unerfüllte Erwartung so ausbalancieren, dass es eben nicht zum Schlimmsten kommt? Dies ist gerichtet an all jene, die noch nicht so ein Erlebnis hatten, aber auch an all jene, die bereits dieses Problem erlebt haben und aufgrund einer unerfüllten Erwartung Schlimmes getan haben. Wir sind nicht hier, um zu verurteilen. Ich sage immer wieder, das Buch des Lichts lehrt, es gibt nichts, das Menschen in dieser Welt gemacht haben, stell dir das Schlimmste vor, das du nicht auch schon getan hättest, sonst wärst du nicht hier auf dieser Bewusstseinsebene mit diesen Leuten. Ein gnädiges Karma natürlich auch wieder von dir verursacht, ermöglicht es dir nicht in solche Situationen geraten,
Aber meine Lieben, die liebsten und bravsten Familienvätern wurden zu Monstern, wenn der Führer, dem sie folgten, es nur ihnen erlaubt hat und gesagt hat, jetzt tu es, und dann haben sie es getan. So, wollen wir uns also der Lösung des Problems widmen. Eine unerfüllte Erwartung bzw. die Konsequenz davon balanciert man aus mit Gleichmut. Die meisten Menschen sind übrigens gleichmütig, wenn alles so ein bisschen dahin plätschert und alles so läuft. Keine Störungen kommen, dann entwickelt sich eine Art Gleichmut in ihnen und sie schauen so alles an, bis irgendwann einmal etwas aufflammt, was diesen Gleichmut stört. Und dann ist er weg, der Gleichmut, ja? Und er kommt erst wieder sozusagen, wenn das Schlimme getan ist und man sich fragt, oh mein Gott, wie konnte ich das nur tun? Da kommt eine gewisse Art von Ruhe rein. Und dann kommt die Reue und so weiter und so weiter und so weiter. So. Wie kann ich Gleichmut bewahren, wenn die Versuchersituation eintritt? Wenn ich also so enttäuscht bin, dass ich bereit bin, extrem zu reagieren? In dem Augenblick musst du gleichmütig sein. Zunächst einmal tust du das, indem du beobachtest deine eigene Reaktion. Nicht verdrängst, du sagst nicht, oh, ich bin gleichmütig. Nein, nein. Du sagst dir, du siehst, du beobachtest, da steigt es auf. Da steigt der Frust auf, da steigt er auf, da steigt er auf. Die Kraft, das zu beobachten, ohne ihm nachzugeben und zu warten, bis dieser Frust wieder verschwindet, das kannst du nur erlangen durch die Seelenatemmeditation. Das heißt, diesen Gleichmut, den musst du dir jeden Tag antrainieren. Und zwar in der täglichen Meditation. Am Anfang mag das überhaupt nicht funktionieren. Im Gegenteil, du magst sogar noch unruhiger werden und so weiter und so weiter. Aber wenn du es jeden Tag konsequent tust, ich sage eine Stunde am Tag meditieren, mindestens. Wer es nicht kann, wer nur eine halbe hat, ach Gott, jeder hat eine Stunde Zeit. Aber bitte, das Mindeste ist eine halbe Stunde. Das Mindeste ist eine halbe Stunde. Da verhältst du dich beobachtend. Du sitzt oder stehst da. Sitzt ist besser. Sitzt da. Es gibt auch Stehmeditation, es gibt Gehmeditation, es gibt Offenaugenmeditation. Aber wir wollen hier mal so sagen, entweder im Yogasitz, wer den nicht kann, setz dich einfach auf einen Stuhl. Bequem hin. Aufrecht. Und beobachtet alles, was geschieht, Augen zu und für die Zeit der Meditation mal ungestört, kein Handy, kein dies, kein das. Wenn's geht, auch von draußen, vom Straßenverkehr oder so, keine Einwirkung, vielleicht Fenster zu oder in der Richtung, ja? Wer dies zum ersten Mal tut, der mag zunächst enttäuscht sein, weil plötzlich, wenn er tut es, weil er ja Gleichmut finden will oder Ruhe, steigen in ihm Sachen auf, die von denen er vorher gar nichts wusste. Was, das ist alles in mir? Ja, das und mehr. Das und mehr. Und das, was in dir ist und was jetzt in dir aufsteigt, auch unliebe Sachen, vielleicht Hassgedanken und so weiter, ist ja genau das Potenzial, welches dazu führt, wenn du die unerfüllte Erwartung hast, welches dann zur extremen Reaktion führt. So. Und dieses Potenzial, meine Lieben, das wollen wir jetzt mal ausglätten, das wollen wir jetzt mal wegnehmen. Und das tun wir jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, wenn es geht zur gleichen Zeit. Meditieren wir. Und es wird immer stiller in uns. Irgendwann kommen nicht einmal mehr Gedanken. Ohne dass ihr das kleine Büchlein Seelenatemmeditation lest, wird es nicht gelingen. Gar keine Frage. Das kann ich euch nur sagen vom Buch des Lichts, ja. Das ist die Grundlage der Lehre Seelenatemmeditation. Nun mache ich das jeden Tag. Nun gibt es Leute, die meditieren das zum ersten Mal eine halbe Stunde, dann gehen sie raus in die Welt, kommt eine Versuchersituation mit unerfüllter Erwartung und sie freaken out. Die freaken aus, die explodieren und sagen, das hat doch gar nicht geholfen. Ich habe doch meditiert. Und jetzt war es fast noch schlimmer. Also nee, das mache ich nicht mehr. Nee, also das ist nichts für mich. Na gut.
Büchlein lesen und verstehen. Das ist, du hast Billionen von Jahren vielleicht, oder nehmen wir mal nur dieses Leben, du hast ein ganzes Leben gebraucht, dass diese Frustration sich in dir angestaut hat. Und da willst du, dass das mit einem Mal in einer Meditation verschwindet, dass du Gleichmut bekommst, Gleichheit, Ausgeglichenheit, um dann mit diesem Gleichmut, den du dann neu erringen wirst übrigens, dieser Situation begegnest, der unerfüllten Erwartung, und dann eben nicht so extrem reagierst. Dann plötzlich, wenn nämlich eine Frustration, und die kommt ja nun in den meisten Menschen, wenn etwas, das nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast, wenn die kommt, dann beobachtest du sie scharf. Du beobachtest das Gefühl der Entstehung, aber du gibst ihm nicht nach. Du sagst auch nicht, ich habe gar keinen Frust. Das ist falsch. Dieser Gedanke, wenn du sagst, ach, es gibt gar keinen Frust, ich habe gar keinen Frust. Und wenn du das so verdrängst, das schleicht sich von anderswo wieder rein, das kann ich dir versprechen. So funktioniert deine Maschine, dein Anatta, dein Körper nicht. Sondern du sitzt da oder du bist in der Versuchersituation. Jetzt angenommen, du hast schon ein paar Mal meditiert und es klappte schon besser. Dann kommt eine Versuchersituation. Du beobachtest das Aufsteigen. Du bist stark. Achtsam. Du beobachtest es so lange, wie das merkt, dass es keine Response bekommt. Und dann geht es wieder weg. Und du hast einen Sieg errungen, der größer ist als der größte Kampf, den du dir vorstellen kannst, mein Lieber. Der größer ist als ein Sieg im größten Kampf, glaub es mir. Nehmen wir an, solch eine Situation kommt, wo du einen Ärger oder einen Frust über unerfüllte Erwartung in dir aufkommen fühlst und du hast einmal so einen Sieg errungen, dass du diesen Ärger, diesen Frust als Anatta siehst, als nicht zu dir gehörend, als zum Körper gehörend, der du ja nicht bist. Naja, um das zu verstehen, muss man schon mindestens das Büchlein lesen und sich mit Meditation befassen. Du bist nicht der Körper, du hast einen Körper. Hast dich natürlich im Laufe der vielen Inkarnationen so an den Körper gewohnt, dass du nicht mehr sagst, ich bin der Körper, du sagst ich, oder beziehungsweise du sagst nicht mehr, ich habe einen Körper, du sagst, ich bin der Körper. Und damit bist du sein Sklave und gefangen. Und wenn der Frust kommt, kannst du ihn nicht, wenn die unerfüllte Erwartung kommt, kannst du diesem Frust und dem Resultat der unerfüllten Erwartung nicht widerstehen und du fällst, du tust, was immer du tust. Und wollen wir hoffen, dass es nicht schlimm ist, ja? Aber jetzt sind wir ein Krieger. Was sind die Waffen? Normalerweise hat man Schwert oder Pistole oder seine Körperkraft. Alles ist hier unnötig. Achtsam. Denn dann wirst du sehen, dass eine Emotion in dir aufsteigt und wieder untergeht, nicht durch Verdrängung, sondern durch Beobachtung. So, nun ist dir das einmal gelungen. Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Pass auf. Du stehst vor einer Ampel, vor dir ist ein Auto und es ist grün und der fährt nicht. Oh, der fährt nicht. Normalerweise machst du ja, im Extremfall. Und zeigst vielleicht auch noch einen Vogel, wer weiß es. Der kommt raus, es entsteht eine Konfrontation, alles akkumuliert sich. So, jetzt wenn du in der Meditation bereits die Fähigkeit gewonnen hast, gleichmütig und neutral zu sein, zu einem gewissen Maße, kommt wieder diese Versuchersituation. Da steht wieder einer vor dir, es war rot, jetzt ist grün, der fährt nicht an. Warum? Er telefoniert gerade oder er guckt gerade irgendwo hin. Mein Gott, ja? Jetzt spürst du diese, das ist ja eine unerfüllte Erwartung. Und du hast ja erwartet, dass er fährt. Außerdem mag in dir noch die unerfüllte Erwartung sein, du musst dann und dann im Büro sein oder du musst dann und dann dies machen. Das akkumuliert ja, sind ja mehrere unerfüllte Erwartungen, die sich in einer solchen Situation offenbaren. Und die ergeben zusammen einen ganz schönen Frust. So. Jetzt spürst du das. Es steigt auf in dir. Aber du hast bereits eine Waffe entwickelt, die Waffe des wahren Kriegers, die Achtsamkeit. Und jetzt sagst du, jetzt will ich es testen. Und du beobachtest es, es kommt auf, geht wieder unter,
Du hast nicht gehupt, es ist kein Vogel gezeigt, der fährt an. Der entschuldigt sich vielleicht noch. Oh Mensch, es ist grün da hinten. Wartet einer, der entschuldigt sich, wird sich bei sich auch denken, oh, das ist aber ein toll, dass der nicht gleich gehupt hat und so. Gut, dann fährt er an und du fährst an. Okay, so. Das ist dir einmal wunderbar gelungen. Und du bist stolz und froh. Boah, ich habe keinen Vogel gezeigt, ich habe nicht gehupt. Der hat mir sogar noch gedankt, hat sich entschuldigend, hat er noch gewinkt. Oder gewunken, wie heißt das? So. Und dann ist er angefahren und ich bin auch gefahren, alles okay. Jetzt kommt der nächste Tag. Wieder so eine Situation. Du bist im Stress, du bist im Büro, da fährt einer, wir fast die gleiche Situation. Oder ein Fußgänger geht bei Rot, der hat Rot und geht rüber, wo du grün hast. Und du machst und zeigst ihm einen Vogel. Und am Tag zuvor war es doch so gut. Aber jetzt kommt in dir plötzlich eine andere Gewissheit. Boah, habe ich nicht geschafft. Mensch, ich muss noch mehr meditieren. Ich werde beim nächsten Mal. Das heißt, siehst du, du reagierst nicht mehr so unbedacht. Oder in dir ist nach der unbedachten Reaktion sofort eine neue Erkenntnis. Das musste nicht sein. Das musste nicht sein. Ich werde an mir arbeiten. Ich werde achtsamer werden. Mit Hilfe der Seelenatemmeditation. Ich war früher jemand, der erst zugeschlagen hat und sich dann vorgestellt hat. Hallo, wie geht's? Natürlich bin ich heute noch kein Heiliger, braucht ihr nicht zu glauben. Aber im Vergleich zu damals bin ich ein Heiliger. In jeglicher Beziehung. Das darf ich euch sagen, meine Lieben, ja? Also ich muss erzählen. Vor einem Jahr, ich gehe über die Straße. Und da ist ein ganz, ganz alter Mann. Und ich gehe so über die Straße, ich habe Fußgängerübergang. Ich bin da Zeitung holen gegangen. So. Und der Mann fährt da durch. Und ich meine, er hat mich doch gesehen. Und ich sage, passen Sie doch bitte auf. Da hält er an. Der Mann war bestimmt schon 80 oder was. Klappert zu mir hin und gibt mir nicht so fest eine Ohrfeige. Ich hatte eine Ohrfeige. Klettert wieder aufs Rad und fährt weiter. Wisst ihr, was meine Reaktion war? Früher hätte ich, ja, auch wenn es ein alter Mann gewesen wäre, hätte ich den einfach, ja. Ich musste so lachen, mein Lieben. Ich musste so lachen. Ich habe das gleich meinen Freunden erzählt, die haben dann mitgelacht. Ja, so ist es nun mal. Mein Gleichmut ist dazu in einer Weise. Nehmen wir mal an, es wäre ein jüngerer Mann gewesen, so einer, der es wert gewesen wäre, dass man sich mit dem anlegt, ja? Dann hätte ich gesagt, bitte mach es nicht noch einmal, gib nicht noch eine Ohrfeige. Dann wäre ich angemessen zur Tat geschritten, ja? Dann ja. Aber versteht ihr die Situation? Dieser alte Mann, der kommt langsam auf mich zu und gibt mir eine Ohrfeige. Ja, wunderbar. Und meine Lieben, es gibt in unserem Leben ja täglich, ja, man kann schon sagen stündlich, vielleicht jeden Augenblick, denn diese Situation, denn wir wachen ja in der Früh auf und wir haben vom Tag eine Erwartung. Zum Beispiel, dass wir frühstücken wollen, dass wir einen Kaffee trinken, dass wir dies machen. So, jetzt gehen wir, die Kaffeemaschine ist kaputt. Du hast schon Stress. Bei manchen löst die unerfüllte Erwartung einen großen Stress aus, bei manchen einen kleinen. Kommt drauf an, ja? Das ganze Leben, meine Lieben, ist eine einzige unerfüllte Erwartung. Wisst ihr warum? Und jetzt gehen wir ganz tief. Wer geht mit? Wer geht mit? Denn eigentlich erwarten wir, dass wir immer leben und nie sterben. Eigentlich will keiner sterben. So, diese unerfüllte Erwartung trägt er immer mit sich. Er ist sich ihrer bewusst oder nicht. Wenn jetzt jemand sein Leben bedroht, dann widerspricht das der Erwartung und er wird entsprechend reagieren. Ja? Wäre ich ein Guru, ein vollendeter Guru, ein Sangha-Guru zum Beispiel, dann hätte ich diese Erwartung nicht. Ich würde einfach leben. Wenn der Tod kommt, kommt er. In mir ist natürlich immer noch, da ich ja nun nicht ein vollkommener Guru bin, eine Erwartung, naja, wenn ich lebe, dann soll ich zumindest jetzt leben, ja, so.
Wenn natürlich jetzt eine Situation eintritt, dass mein Leben bedrängt ist, da ich noch kein Guru bin, werde ich dann natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass diese Situation verschwindet. Ich werde nicht achtsam beobachten, wie mir jemand eine reinhaut. Das werde ich nicht. Gleichmütig ja, achtsam ja, aber nur in dem Sinne, wie ich dann der Sache aus dem Weg gehen kann. Ja? Aber gehen wir doch mal ganz tief, meine Lieben. Alles, was lebt, ist erfüllt von unerfüllter Erwartung. Steine, Pflanzen, Tiere, Engel, Götter, alle wollen auf ihrer Ebene erwarten, auf ihrer Ebene zu leben. Der Mensch, der dann nach dem Tode, also der Christ und der Muslim, die erwarten, dass sie im Himmel auf ewig leben, was natürlich nicht der Fall ist. Was nicht der Fall ist. Das heißt, um das Leid zu vermindern, kann ich eigentlich nur das Erwartungspotenzial, das ich in mir habe, auf ein Minimum halten, damit ich nicht Dinge tue, die ich später bereue, meine Lieben. Mit anderen Worten, wer in diesem Leben ist und sich rechtzeitig mit Meditation jeden Tag, zumindest für eine Stunde mal, einen völligen, vollständigen Gleichmut erwirbt, der wird auch in der Stunde des Todes, wenn er seinen Körper ablegt, achtsam ablegen, achtsam ableben. Denn er weiß ja durch die Lehre, dass nur sein Anatta zerfällt, das muss ja zerfallen. Egal wie sehr man erwartet, dass es nicht zerfällt. Seht mal, und diese Erwartung hat natürlich einer, der sich mit der Lehre befasst, hat weniger und weniger die Erwartung, dass sein Körper nun ewig lebt. Das ist ja Quatsch, also völliger Quatsch. Und wenn er sich noch mehr mit der Lehre befasst, dann hat er nicht mal die Erwartung, dass er in einem Himmel auf ewig lebt. Auch dieses Versprechen der Religionen kann nicht eingehalten werden, meine Lieben. Wie schön ist es, dass wir das Buch des Lichts haben. Wie schön ist es, dass wir jeden Tag meditieren können und uns aus dem Schlimmsten raushalten können, meine Lieben, so gut es geht. Nun könnte man sagen, wer sein Leben erwartungslos lebt, so erwartungslos wie möglich, der wird es auch so leidlos wie möglich leben. Wie kann man das tun? Der junge Mensch, auch der Ältere und der Alte, die haben doch Pläne. Der eine möchte dies, der andere das. Er erwartet, das zu bekommen. Dafür arbeitet er. Der eine hat vielleicht einen Beruf gehabt bis dahin und sagt, das gefällt mir jetzt nicht mehr oder ich bin entlassen und sowas. So, nun ist er da und will etwas Neues und erwartet, dass er es bekommt. Er will essen, er hat nichts zu essen, er erwartet, dass er isst. Und das Essen kommt nicht. Er wird nicht nur frustriert, er kriegt Todesangst, meine Lieben. Ich aber kann euch versprechen, wer sich mit dieser Lehre befasst, dem sind immer die Umstände gegeben, dass er so erwartungslos wie möglich leben kann. Und je weniger er erwartet von den Freuden der Sinne, denn das hat ja auch mit Erwartung zu tun, umso mehr öffnet und offenbart sich in ihm das Glück jenseits der Sinnesfreuden. Das ist das Ende der Erwartungen. Man muss nichts mehr erwarten. Man hat es bereits, meine Lieben. Und was ich habe, das brauche ich nicht mehr zu erwarten. Während in der normalen Erwartungshaltung erwarte ich ja immer etwas, von dem ich mir vielleicht gar nicht so bewusst bin, dass es mir sowieso wieder genommen wird. Du erwartest dir Gesundheit? Na ja, dein Körper wird krank werden. Sowieso. Er wird sterben. Ist auch eine Art von Krankheit, oder? Versteht ihr, meine Lieben, wenn ihr meditativ von jetzt an, indem ihr euch mit der Seelenatemmeditation befasst, an die Dinge herangeht, so erwartungsfrei wie möglich etwas tut, dann werden viele Erwartungsobjekte, sei es Personen oder Dinge, das Verlangen danach von euch abfallen und ihr werdet eine Befreiung empfinden. Und ihr werdet plötzlich sagen, es ist so wunderbar, erwartungslos zu sein. In mir offenbart sich etwas Neues, etwas Glückliches, etwas Höheres als eine Befriedigung von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten und Sex. Ja? Etwas Höheres als die Anhaftung am Geschmack und so weiter. Man wird immer, also am Essensgeschmack, ja, diese ganzen Dinge, am Geruchsgeschmack
Oder da riecht etwas so schön. Oder dies und jenes so schön. Ihr werdet plötzlich sehen, wenn ihr euch von dem, was ihr bisher erwartet habt, immer mehr löst. Wenn ihr immer erwartungsfreier werdet, öffnet sich euch eine ganz neue Welt. Da braucht ihr niemanden mehr. Da braucht ihr von nichts und niemandem etwas zu erwarten. Da könnt ihr viel freier sogar geben. Ihr wollt ja nichts. Ihr erwartet nichts. Ich bin mal in einem Hotel gewesen, saß da in der Rezeption, bin da gestanden. Und da hat draußen die Tür hat jemand aufgehalten, dass jemand reinkam. Und der reinkam, ging gerade durch, da rief der die Tür aufgehalten hinterher: Könntest du ja wenigstens mal Dankeschön sagen. Seht ihr? Der hat was an sich Gutes getan, aber hat gleich erwartet eine Belohnung. Tja, meine Lieben. Nur der mehr und mehr gleichmütig Werdende kann mit allen Situationen im Leben fertig werden. Er wird immer erwartungsfreier, immer leidloser und immer glücklicher. Ehre sei dem Buch des Lichts.